Schnelligkeit. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Schnelligkeit ist auch mal eine Tugend. Schnelligkeit ist eine geistige Fähigkeit. Schnelligkeit ist die Fähigkeit, zügig etwas zu machen. Manchmal muss man rauskommen aus seinen vorgefassten Meinungen. Manchmal muss man aus seinem Perfektionismus rauskommen. Manchmal muss man auch die Angst vor Fehlern mal überwinden. Manchmal muss man Dinge schnell erledigen. Mein Name ist Sukadev und ich bin Schüler von Swami Vishnudevananda. Der ist wieder Schülerum von Swami Shivananda gewesen. Und diese beiden Meister, die hatten eine große Wertschätzung für Schnelligkeit. Und ich muss zugeben, ich habe das durchaus auch. Zum Beispiel, jetzt gerade filmen wir diese 450 Videofilme und ich habe eine Kamerafrau, die bemüht sich immer, das besonders schön zu machen und die Katze und die Blumen und alles. Und ich sage immer, wir fangen jetzt einfach an. Ich will das einfach schnell haben. Ich habe noch so viele Projekte. Nach den Tugenden sollen noch die Laster gemacht werden. Dann will ich über jeden wichtigen Begriff im Yoga noch mal einen Vortrag halten. Und dann habe ich noch eine ganze Reihe von Entspannungskursen und so viel, was ich noch im Kopf habe. Und das braucht, das will ich machen. Also bin ich besessen von einer gewissen Schnelligkeit. Manchmal braucht es aber auch Gründlichkeit. Manchmal braucht es Sinn für Ästhetik. Und manchmal muss man auch mal Gemütlichkeit haben. Das habe ich auch. Meine Frau sagt mir öfters, du musst da mal entspannen, du musst mal Ruhe geben. Und musst da mal einen freien Tag machen. Ich will die Sachen schnell fertig machen. Schnelligkeit hat auch einen großen Vorteil. Und deshalb haben die Meister das auch befürwortet. Denn oft in spirituellen Kreisen denkt man, ja, Spiritualität heißt Gemütlichkeit und ruhig. Und so langsam schreitend. Swami Shivananda hat gerne gesagt, D.I.N., do it now, mach's jetzt. Wenn jemand gesagt, Meister, ja, ich glaube, in einer Woche habe ich Zeit und das muss vorher noch vorbereitet werden, hat er gesagt, D.I.N., do it now, mach's jetzt. Meister, aber das geht nicht. Er sagt, to do it, finish it today itself, mach's heute selbst. Und dann kommt man aus der Trägheit raus. Im Yoga nennt man das Tamas. Dieses Tamas ist wie ein Grauschleier um den Geist. Diesen Tamas, diesen Grauschleier gilt es zu überwinden, indem man einfach macht und tut. Wir haben bei Yoga Vidya einen Ashramleiter, der sagt gerne tun, einfach tun. Der will auch die Menschen aus ihren Ego und aus der Gefangenheit in ihren kreisenden Gedanken rausholen. Swami Vishnudevananda hat mir auch manchmal gesagt, DIY, do it yesterday. Wo ich sage, Swamiji, ja, das muss man noch genauer überlegen und das gilt es zu berücksichtigen. Er sagt, DIY, mach's gestern. Aber Swamiji, wenn es dann schief geht, was soll ich dann? Er sagt, doesn't matter, just do it. Spielt keine Rolle, mach's einfach, oder? Manchmal war er auch ganz freundlich, hat gesagt, yes, Sukadev, I understand. Still, do it today. Ja, ich verstehe. Trotzdem, mach's heute. Der Swami Vishnu hatte keine Toleranz für Leute, die nachlässig waren und Dinge zu sehr verschoben hatten. Er hatte keine Probleme mit jedem Fehler gehabt. Man konnte Fehler machen und Dinge konnten schief gehen, war alles okay. Aber er hat gesagt, nicht zu lange warten, nicht zu lange nachdenken. Arbeite dein Karma aus, geh die Aufgaben an. Und wenn Fehler kommen, okay. Das tut natürlich dem Ego weh. Das Ego will keine Fehler machen. Und will auch nicht nachher die gleiche Sache nochmal machen. Aber das ist Ego. Wenn du schnell bist, die Dinge tust, dann weißt du, es kann auch schief gehen. Und dann weißt du, du kannst auch kritisiert werden, weißt du, musst es nochmal machen. Also in vielerlei Hinsicht ist Schnelligkeit etwas Gutes. Natürlich nicht immer. Angenommen, du willst jemanden operieren, dann ist Schnelligkeit nicht das Richtige. Dann ist Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit wichtig. Und angenommen, du machst die Buchführung, auch dort ist Gewissenhaftigkeit wichtig. Auch dort muss sie gründlich sein und so muss sie richtig machen. In diesem Sinne, manchmal ist Schnelligkeit wichtig. Und natürlich auch der Swami Vishnudevananda hatte auch mal Zeit für Muße. Und es gab auch Dinge, die mussten sehr gründlich und gut sein. Nur hänge nicht immer an deinem Perfektionismus und hänge nicht an deiner Gemütlichkeit und hänge nicht an Dingen. Manchmal ist auch gut, schnell zu sein. In diesem Sinne, überlege gerade mal, gibt es Dinge, die du verschiebst?
Gibt es Dinge, die du verschiebst, weil sie unangenehm sind? Gibt es Dinge, die du zu langsam machst, obgleich sie gar nicht so perfekt sein müssten? Wäre es bei manchen Dingen gut, einfach Schnelligkeit zu üben? Wenn du was mit Schnelligkeit machst, das motiviert auch, das setzt Energie frei. Und dann bekommst du einfach Kraft und dann klappt es. Oft ist Schnelligkeit gut, nicht immer. Denke mal drüber nach, was das in deinem Leben jetzt heißen kann oder im nächsten Monat heißen kann. Und schreib doch mal. Schreib mal etwas auf iTunes, schreib etwas auf YouTube oder vergib mindestens Sterne oder Daumen hoch, damit andere auch sehen können, dass du diesen Podcast schätzt. Und überlege auch nicht zu lange, was du genau schreibst. Auch hier, Schnelligkeit ist zum Beispiel bei Internetkommentaren durchaus auch hilfreich. Mach Internetkommentare mit Freundlichkeit, mach sie mit Höflichkeit. Du brauchst aber nicht zu lange nachdenken, denn nach dir werden so viele andere nochmals schreiben. Soweit meine Gedanken zum Thema Schnelligkeit als Teil des Yoga-Vidya-Lexikons der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Alle zu finden auf wiki.yoga-vidya.de. yoga-vidya.de.